Ja, ungewöhnliche Umstände erforderlichen ungewöhnliche Maßnahmen. Wir möchten Sie heute einfach mal einladen zu einer Videobesichtigung. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen und das soll für Sie lediglich eine Hilfestellung sein. Also wir denken, dass Sie natürlich auf alle Fälle nicht die persönliche Besichtigung ersetzt. Es soll Ihnen einfach nur helfen, so ein bisschen eine Vorauswahl zu betreiben. Genau. Wir gehen jetzt einfach mal gleich mit der Kamera hier über das Grundstück rüber. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was dazu. Danach werden wir Sie nochmal in das Haus führen, Ihnen über einige Dinge, die dort sind, dass wir Ihnen nochmal ein bisschen näher was beschreiben. Und in einem zweiten Video werde ich bei uns im Büro Ihnen über Details des Hauses, über technische Anlagen und so weiter, kann ich Ihnen da nochmal ein bisschen Auskunft geben. Genau, also ich denke mal, es geht los. Erste Mal und ja, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen einfach mal übers Grundstück rüber. Genau, wenn du gleich einmal so ein bisschen aufs Haus wieder schwingst, dann haben Sie hier ein Haus, was 1879 erbaut worden ist. Damals noch eine Reetdachkarte von einem Christian Hansen. Über die Jahre hinaus wurde aus dem Reetdach ein Eternit drauf. Ein Eternitdach. Mitte der 90er ist das Eternitdach dann ersetzt worden durch ein Pfannendach. Wenn wir jetzt hier einmal so weiter rumschwenken und uns das Grundstück noch mal genau angucken. Ja, links und rechts die Grundstücksgrenzen, da haben Sie natürliche Hecken bis zum Ende des Grundstückes. Da sehen Sie so einen kleinen Schuppen, der im Moment für die Eigentümer dient, als Schuppen für Gartengeräte. Hier stehen Fahrräder drin und so weiter. Und hinten die kleine Pforte. Das ist eigentlich die Grenze von diesem Grundstück. Alles, was sich dahinter befindet, du kannst doch ruhig mal aufgehen, ist im Moment Niemandsland und dient den jetzigen Eigentümern eigentlich nur so ein bisschen als Schmutzecke, als Abstellplatz für Holz und so weiter. Ja, hier das nochmal von dieser Seite zu sehen. Jetzt stehen wir hier quasi im Osten. Hier vor uns der Hausbaum, ein Walnussbaum, der im Sommer richtig viele, im Herbst richtig viele Früchte trägt. Genau. Da wir hier oben ja sehr viel Westwind haben und das Haus ja, genau im Westen steht, ist es eigentlich ganz schön hier im hinteren Bereich, dass das Haus so ein bisschen als Schutz dient für diesen Westwind. Genau, wir können jetzt einmal links um das Haus rumgehen. ...2009 wurde das Haus von den aktuellen Eigentümern gekauft und umfangreich saniert. Zu den Sanierungsmaßnahmen würde ich Ihnen in einem zweiten Video noch einmal, würde ich da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ja, ganz spannend auch die großen Fenster hier in dem Bereich, die unheimlich viel Licht einbringen ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer. Genau, jetzt können wir noch einmal um das Haus rum. Straßenseite. Das hier einmal Stellplatz, Garage sehen. Und auch hier erahnen können, was der Eigentümer hier gemacht hat mit den Akkurinnen. Hat den Hofplatz neu gestaltet, dass er einfach gefestigt worden ist. Zu der Grenzsituation würde ich Ihnen auch in einem zweiten
Video noch mal Näheres beschreiben. Genau, hier ist der Nebeneingang, wo Sie in den Bereich des Hauswirtschaftsraumes kommen. Genau. Hier wieder um Frau Rom. Auch nochmal ein Blick in den Westen. Dieser Blick hat mich so ein bisschen inspiriert mit unserer Überschrift des Exposés. Suchen Sie das Weite. Also hier ist das Weite live zu sehen. Blick nach Westen, nach Sterup. Und die Straße, die hier vorne ist, die führt einmal, also wir sind in wenigen Autominuten eigentlich in Gelting, wo Sie dann auch die Geltinger Bucht und die Geltinger Mole vorfinden. Ja, für den Eindruck außen, denke ich mir, war das schon mal das Richtige. Du kannst vielleicht gleich noch mal ein bisschen das Dach darauf zeigen. Schornstein-Einfassung ist auch neu gemacht worden. Sowie die Dachluckenfenster. Genau, der nächste Step wäre jetzt einfach mal, dass wir ins Haus reingehen. Da werden wir sie einfach noch mal einmal durchführen, ohne großen Ton. Das werde ich Ihnen noch mal in dem zweiten Video noch mal berichten, was sie drinnen so alles an Details, was vielleicht noch mal erwähnenswert wäre. Gut, ich hoffe, Sie sind schon mal auf den Geschmack gekommen und wir würden jetzt einmal mal reingehen ins Haus.